kennen wir den Hammer. Riesengroß, V8-Motor und alles andere als umweltfreundlich. Dass es auch ganz anders geht, beweist General Motors mit dem Wasserstoffhammer. Die Amerikaner hoffen, mit dem Prototypen weitere Erfahrungen mit alternativen Antriebsmöglichkeiten zu sammeln. Wo ein Hammer ist, kann Arnie natürlich nicht weit sein. Wir träumen von der Wasserstoffautobahn. Wir träumen davon, Wasserstoff zu tanken. Wir träumen von Wasserstoffautos. Wir werden sie bauen. Eine Serienproduktion ist nicht geplant. Schade eigentlich, denn uns gefällt der Gedanke, ohne Emissionen so einen Panzer zu fahren.